Alter, was geht ab, Leute? Hier? Ich bin gerade auf dem Weg zu einem Zahnrad. Ich wollte eigentlich zu einem, wie heißt das? Nasknet-Nest. Das ist da hinten der Hirschgarten. Mehr dazu gleich noch. Moment, Shiny-Check. Ne, habe ich noch nicht. Schreibt nur in den Kommentar, ob ihr schon Shiny-Boto gehabt. Aber auf jeden Fall habe ich dann auf Sightings das Zahnrad gesehen. Und natürlich ist es halt richtig, richtig weit weg. Aber ich habe ihn bisher noch nie gesehen, nicht mal auf Sightings. Den Frosch hatte ich schon ein paar Mal auf Sightings. Aber ihr wisst ja, wenn ein Pokémon neu ist und ihr das noch nicht habt, dann werden euch auch welche angezeigt, die richtig, richtig weit weg sind. Das war jetzt zwar weit weg, aber es geht noch. Schauen wir mal, ob wir es rechtzeitig dahin schaffen, weil keine Ahnung, wie lange der noch da ist. Und das ist schon ein Stückchen bis dorthin. Aber hey, oh mein Gott. Oh mein Gott, er wird nicht mehr angezeigt. Na endlich, Mann, was macht ihr? Ich gehe noch ein bisschen, aber normalerweise, wenn er nicht mehr angezeigt wird, dann hat man noch halbe Minute ungefähr. Maximal eine Minute vielleicht, ich weiß nicht mehr. Vielleicht haben die es auch geändert, bis es halt despawned ist. Aber manchmal ist es halt auch so, dass er einfach nur nicht mehr angezeigt wird, aber immer noch da ist. Problem ist, das ist halt echt weit. Ich kann nicht umsonst da hingehen jetzt so. Ich glaube, wir haben unsere Chance verpasst, Leute. Das Zahnrad haben wir nicht mehr bekommen. Ich habe mich umgedreht, dann wurde es mir wieder angezeigt, dann bin ich wieder hin. Ja, und dann war es wieder weg. Richtig leiden. Darüber reden wir noch. Ich habe auch, oder werde hier während des Videos ein paar Eier einblenden. Es gibt zwei Kritikpunkte für das Event. Die neuen Pokémon, die zu selten sind. Und die neuen Pokémon aus den Eiern, die zu selten sind. Ja, aber jetzt erstmal ein paar Nasknet fangen. Für meine Lucky-Sammlung, mehr zu meiner Lucky-Sammlung am Donnerstag, wenn Nestwechsel ist. Ich habe jetzt eine Runde gedreht. Ich habe sogar einen Kollegen getroffen. Bad Buddha Boy. Er hat meinen Namen geklaut. Damals hieß ich ja Bad Boy Buddha. Hat er sich inspirieren lassen. Auf jeden Fall haben wir ein bisschen gequatscht und er hat auch so von seiner Ausbeute erzählt. Hat jetzt einen Geodo und ein paar Mal den Frosch, aber den Rest auch überhaupt nicht gesehen oder gebrütet. Ja, das Nest an sich hier ist okay. Besser als andere Nester, aber jetzt nicht überkrass. Dem Nest fehlen die Stops, also hier in der Mitte zum Beispiel gar nichts. Dementsprechend weiß man nie, ob da irgendwo ein Nasknet ist. Ich habe jetzt noch ein paar Eier am Start. Die werden ja wahrscheinlich da vorne brüten, wenn ich mir das eine Nasknet... Oh, da sind... Ja. Das Nest ist okay. Muss ich mir jetzt einfach geben, weil Donnerstag gibt es auch schon wieder neue Nester. Sprich nur noch heute und morgen. Und das Sprichwort ist ja, was du kannst besorgen, verschiebe nicht auf morgen. Und so ist es. Wer weiß, was morgen alles sein wird und kann ja auch sein, dass ich morgen das Nest abchecke und ja kein Glücksnasknet bekomme. So wie beim Vulpix. Aber keine Angst, Leute, ich war dann nochmal beim Vulpix-Nest, habe nochmal so 50 Stück gefangen und dann so bei den ersten 3-4 Mal getauscht, direkt schon ein Glücks bekommen. Dementsprechend, falls ich es heute nicht bekomme, ja, dann muss ich morgen nochmal vorbeischauen. Aber da muss man durch, weil mir fehlen halt echt nicht mehr viele. Und wenn man schon mal die Chance hat, auf eins, das mir noch fehlt, bei so einem großen Nest, ja, dann muss man hin, weil dann ist ja fast garantiert, dass ich den als Glücks bekomme. Aber wie gesagt, am Donnerstag dann alle meine Glücks-Pokémon. Und bis dahin dann hoffentlich ein, zwei mehr, weil Damioflex fehlt mir auch noch. Und jetzt beim Event habe ich immer noch keinen bekommen. Okay, die Eier schlüpfen. Das erste ist ein Togepi. Ah, okay. Ich wollte schon sagen, das erste und einzige. Nummer 2. Elekid. Nicht shiny. Nummer 3. Ich weiß gar nicht, wie viele es überhaupt sind. Ist so. Aber auch nicht shiny. Aber ich brauche noch ein 100er. Ist so. Es muss auf jeden Fall über 300 sein. Ich habe einen 299er, der ist 93 oder so. Oder 91, 93. Lucilla, brauche ich nicht. So. Ausbeute traurig. Die
Eier sind so enttäuschend, Leute. Den habe ich auch schon 3, 4, 5 Stück. Weil wie technisch ist das auch nix. Aber ich brauche eh keinen 100er Pikachu, habe ich schon. Also Pichu. Shiny wäre geil gewesen. Es tut so wirklich weh, Leute. Es tut wirklich weh, wenn so ein Müll kommt. So. Wir haben noch einen 5er und einen 10er. Die sind von Adventure Sync Belohnung. In dem 10er ist nicht mehr garantiert nur Shinox oder Giolo. Es sind aber immer noch weniger als in dem normalen 10er. Soweit ich weiß. Ich hoffe es. Sprich, ein 10er aus der Belohnung von Adventure Sync ist immer noch besser. Für eine Chance auf Giolo. Ja. Das werden wir auch noch gleich brüten. Aber erstmal wieder Eier laden. Okay, hier haben wir das 5er. Aus dem kommt jetzt eigentlich auch der Frosch, Gibunkel. Das ist eine Schildkröte, fast dasselbe. Wieder zu Hause oder auf dem Weg nach Hause. Jetzt haben wir das 10er Ei. Endlich! Wenigstens ein Highlight für den Tag. Ein Happy End, weil das mit dem nassen Netz hat nicht funktioniert. Ich muss wahrscheinlich morgen nochmal hin. Ich habe jetzt. Ja, okay, so viel habe ich auch gar nicht gefangen. Alle, die ich gefangen habe, habe ich getauscht, aber ist kein Lucky Draws geworden. Einen habe ich noch. Den habe ich am Ende noch gefangen, also ein Nassnet. Mal schauen, ob ich noch Glück habe und da ein Lucky rauskommt. Wenn nicht, dann, wie gesagt, morgen nochmal hin. Leider muss. Aber das freut mich sehr. Vor allem, nicht nur, weil ich den noch nicht hatte, sondern ich habe auf Instagram gepostet, ja, dass ich endlich einen 10er aus Adventure Sync bekommen habe. Und warte mal, bis hier ein paar Leute weg sind. Also, wir waren stehen geblieben. Wieso ich mich besonders über das Giolo freue? Klar. Hatte ich noch nicht, endlich bekommen. Aber ich habe es auf Instagram gepostet, dass ich einen 10er eigentlich bekommen habe aus der Adventure Sync Belohnung. Da haben so viele Besserwisser geschrieben, dass es nicht mehr garantiert ist. Ja, es nicht mehr garantiert ist. Also davor gab es nur Shinox und Giolo aus dem 10er. Und es sind ein paar neue dazugekommen. Aber die Wahrscheinlichkeit ist immer noch 1000-mal besser. Was heißt 1000-mal, aber immer noch besser als ein normales 10er. Und es haben so viele Besserwisser geschrieben, ja, dass ich keins bekommen werde. Deswegen, der zuletzt lacht, lacht am besten. Ich hab's bekommen. Das wollte ich den Leuten nur mal so in ihr Gesicht schieben. Schadenfreude. Abgesehen davon, mit den anderen Babys sieht's nicht viel besser aus. Ich habe in der ersten Runde der 7er, die ich aufgemacht habe für das Event, ein Pac-Man Palimpalim Baby gezogen. Jetzt im Nachhinein, ja, freue ich mich, weiß ich erst zu schätzen, wie selten das war. Ich blende das mal hier ein. Die Statistik habt ihr wahrscheinlich schon gesehen, hat eigentlich schon jeder darüber berichtet, aber. Ja, die Babys sind extrem selten aus den 7ern. Es gibt, glaube ich, so 21 Pokémon momentan aus den 7ern. Was halt übertrieben ist. 21 im ganzen Pool, das ist echt sehr, sehr viel. Und bei so viel Auswahl ist klar, dass die verschiedenen Pokémon sehr selten sind. Aber die Babys an sich sind sogar noch seltener, die neuen Babys. Ich glaube, du hast irgendwie so nur 2% Wahrscheinlichkeit, 2, irgendwas, ungefähr 3% Wahrscheinlichkeit, dass du eins von den neuen Babys bekommst. Und dazu kommt natürlich auch noch, dass die 7er natürlich nicht unendlich verfügbar sind. Ich meine, man bekommt ja nicht mal garantiert ein Ei aus dem 7er, also aus dem Geschenk, ein 7er Ei. Das heißt, ja, ich habe jetzt vorhin zum Beispiel die Runde aufgemacht und habe, glaube ich, so 7 neue 7er gebraucht. Und habe fast alle 20 Geschenke öffnen müssen, um die 7er wieder zu füllen. Also ja, schon sehr allein momentan. Und natürlich der nächste Punkt, die neuen Pokémon, die es wild zu fangen gibt. Schnibbeldeck, kein Problem, der ist an jeder Straßenecke. Der Skorpion ist selten, aber nicht allzu selten. Von dem habe ich jetzt schon 3-4 Stück. Den Frosch habe ich 2-3 Mal gesehen, aber sehr, sehr weit weg. Ihr wisst ja, dadurch, dass ich ihn noch nicht hatte, werden mir auch welche angezeigt, die extrem weit weg sind. Das Zahnrad habe ich jetzt einmal gesehen und den anderen Kerl, der kein Schmetterling, sondern Fisch ist, den habe ich immer noch nicht mal gesehen, okay? Nicht mal irgendwo angezeigt, also schon recht merkwürdig, muss ich sagen. Ich meine, es ist cool, dass Niantic ein paar Pokémon seltener macht,
hier ist schon Spielspaß, Freude, bla bla. Leute bleiben am Ball, dies, das. Motivation. Weil viele Leute regen sich ja immer auf, dass Niantic alles raushaut. Aber Niantic kriegt es irgendwie nicht hin, das zu balancieren. Entweder hauen die irgendwas viel zu oft raus und machen das viel zu häufig. Oder irgendwie extrem selten. Aber so das Gleichgewicht, die goldene Mitte finden die irgendwie nie. Ich meine, mich juckt es nicht, entweder bekomme ich es oder bekomme ich es nicht. Also. Aber ich kenne viele Leute, die regen sich darüber auf. Zu Recht, muss ich sagen. Ich meine, es ist schon ein Unterschied, ob die wie Schnäbbedeck wirklich überall sind oder halt nicht mal gesehen wurden. Also wenn ein, zwei Mal oder so, okay. Okay, selten, kann ich verstehen, aber ich habe den noch nicht mal gesehen. Und es ist schon die Hälfte des Events vorbei, wenn nicht sogar mehr. Ja, so die Hälfte. Auf jeden Fall, das war's erstmal von mir wieder, Leute. Immerhin haben wir ein Riolo, Yana-Babys, ja, da brauchen wir noch das Baby Mantax und Mom Faxo. Morgen ist es leider nochmal zum Nassnack-Nest. Abgesehen davon, weiterhin fleißig brüten und weiterhin die Augen offen halten für die neuen Pokémon. Schreibt doch in die Kommentare, wie es bei euch so läuft. Habt ihr schon ein paar von den neuen gebrütet? Habt ihr schon alle von den neuen gefangen oder überhaupt gesehen? All das unten in die Kommentare. Ansonsten, wie immer, liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab, folgt mir auf Instagram. Da habe ich nämlich momentan ein Gewinnspiel am Laufen. Schaut da vorbei, folgt mir auf Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.